Moin! Im heutigen Study History Video beschäftigen wir uns mit dem Fähigkeitenansatz und der Gerechtigkeit nach Martha Nussbaum. Viel Spaß! Martha Nussbaum ist im Jahr 1947 geboren und eine der bedeutendsten Philosophinnen unserer Zeit. Zentrale Aspekte ihrer Philosophie bezieht sie vom griechischen Philosophen Aristoteles, weshalb sie auch als Neo-Aristotelikerin bezeichnet werden kann. Wie Aristoteles geht sie davon aus, dass die Vernunft zentrales Merkmal des Menschlichen ist und dass Menschen soziale Wesen sind. Das Ziel des menschlichen Handelns ist die Eudaimonia, also das glückliche Leben. Ihre Lehre entstand zudem in kritischer Auseinandersetzung mit John Rawls und seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Von 1987 bis 1993 war Nussbaum wissenschaftliche Beraterin am World Institute for Development Research in Helsinki, was zur Aufnahme neuer Perspektiven aus der Entwicklungsländerdimension in ihre Theorie geführt hat. Dort hat sie gemeinsam mit Amartya Sen den berühmten Fähigkeitenansatz entwickelt. Der Fähigkeitenansatz ist eine alternative Methode zur Messung von Wohlergehen und sozialem Fortschritt, die über das traditionelle ökonomische Wachstum hinausgeht. Stattdessen betont dieser Ansatz die Bedeutung der Fähigkeiten, die Menschen benötigen, um ein erfülltes Leben zu führen. Diese Fähigkeiten sind erstens, ein volles, menschenwürdiges Leben zu führen, zweitens, körperliche Gesundheit zu haben, drittens, unnötigen Schmerz zu vermeiden und friedvolle Erlebnisse zu haben, viertens, die Sinne benutzen zu können, fünftens, Gefühle zu empfinden, sechstens, eine praktische Vernunft zur Vorstellung vom Guten und zur kritischen Lebensplanung zu haben, siebtens, Bindungen zu anderen Menschen zu haben, achtens, mit anderen lebenden Wesen verbunden zu leben, neuntens, zu lachen, zu spielen und Freude zu haben und zehntens, das eigene Leben zu leben. Diese Fähigkeiten gehören zum Wesen des Menschen dazu. Man spricht bei dieser Liste auch von einer starken, vagen Theorie des Guten, die bewusst universalistisch und vage gehalten ist, um für alle Menschen angewendet werden zu können. Blickt man nun auf Nussbaums Auffassung von Gerechtigkeit, ist diese eng mit dem Fähigkeitenansatz verbunden. Laut Nussbaum ist eine Gesellschaft gerecht, in der die realen Möglichkeiten zur Entfaltung und Verwirklichung dieser Fähigkeiten gegeben werden. Dann wird nämlich ein Leben in Würde ermöglicht. Diese Fähigkeiten bilden also die Messlatte für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Chancen. Dabei berücksichtigt Nussbaum die individuelle Vielfalt, also dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und Präferenzen haben. Die Gerechtigkeit besteht darin, jedem die Chance zu bieten, seine individuellen Fähigkeiten auf sinnvolle Weise auszuleben. So, das war's jetzt schon mit diesem kleinen Überblick. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Study History Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!